Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptographie. So, heute wollen wir zeigen, warum dieses One-Time-Pad wirklich perfekt sicher ist. Und ja, dazu haben wir schon letztes Mal ein paar Sachen geklärt. Ich mache das hier oben mal weg, ich glaube, das kennt ihr mittlerweile. Schreibt dafür aber ein bisschen was anderes hin. Und zwar, wir hatten gesagt, der Key muss genauso lang sein wie die Nachricht oder länger, also größer gleich. Ach, das gibt's echt nicht, Manu. Okay, diese Betragsstriche hier, die bedeuten die Länge von meinem Key. Also aktuell die Länge ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Das heißt, die Länge von dem Key K muss größer sein als die Länge von der Nachricht selbst. Wir wissen, die Nachricht hat 5 Stellen, der Key hat 17, also ist er länger. Gut, das ist erfüllt. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, dass der Key komplett zufällig ist. Das heißt, eine gewisse Forderung an den GEN-Algorithmus. GEN benutzt perfekten Zufall. So, denn ihr wisst noch, der GEN-Algorithmus, der liefert uns diesen Key K hier, den dürfen wir in dem Fall nicht selber wählen. Wir können nicht einfach sagen, das ist jetzt mein Passwort. Ein solches Passwort wäre niemals perfekt sicher, weil es nicht perfekt zufällig ist. Deswegen sagen wir, wir benutzen perfekten Zufall in unserem GEN-Algorithmus. Okay, das dritte ist, relativ obvious eigentlich, niemand außer uns natürlich kennt K, also keine außenstehenden Personen ist damit gemeint, keine Angreifer, auch genannt. Kein Angreifer kennt den Key. Was allerdings erfüllt sein darf, sie dürfen wissen, also die Angreifer dürfen durchaus wissen, dass wir mit dem Algorithmus One-Time-Pad verschlüsselt haben. Das ist uns völlig egal. Wenn die wissen, dass wir mit dem One-Time-Pad verschlüsselt haben, dann geben sie wahrscheinlich eh auf und sagen, ich habe eh keine Chance. Wir können das also einfach offenlegen. Wir müssen es nicht offenlegen, aber wenn sie rein zufällig draufkommen würden oder es irgendwie mithören, ja, ich habe dir hier was mit dem One-Time-Pad verschlüsselt, ist kein Problem, das können die ruhig wissen. Okay, also wirklich nur der Schlüssel, der hier, dieses K, dieses Passwort, darf nicht offengelegt werden. Und das Wichtigste ist, dass K nicht wiederverwendet wird. K darf nicht wiederverwendet werden. Auch nicht teilweise. Warum ist es so? Das zeige ich euch sofort. So, was dann passiert ist folgendes. Wir haben hier perfekten Zufall, ja. Ich sage jetzt einfach mal, mein Schlüssel K, das hier kann ich glaube ich auch weglöschen, mein Schlüssel K ist genauso lang wie die Nachricht. Dann gibt es relativ viele Möglichkeiten. Ich möchte euch jetzt auch hier noch gerade ein bisschen beschränken auf was Kleineres, damit wir es anschaulich zeigen können hier. So, und zwar wir sagen, die Nachricht ist 1-0. Und mein Schlüssel ist 0,0. Dann habe ich die Möglichkeit hier, mit 0,0 kriege ich 1,0 raus. Also quasi wieder die Nachricht. Gut, das ist perfekt zufällig möglich. Ihr könnt euch das jetzt unendlich mal hinten dran vorstellen. Wir haben die Möglichkeit, dass mein Schlüssel 0,1 ist. Und dann habe ich hier noch eine 1 stehen. Das heißt, wir haben hier schon zwei verschiedene Varianten. Ja? Ich habe die Möglichkeit, dass hier 1,0 steht. Dann habe ich hier tatsächlich 0,0 stehen. Auch das ist perfekt zufällig, das ist eine dritte Variante, ja. Und wir haben hier noch die letzte Möglichkeit, dass hier 1,1 steht. Das heißt, ich habe hier 0,1 stehen. Und jetzt haben wir gesehen, wir haben vier Möglichkeiten, den Schlüssel hier zu kriegen. Bei vier verschiedenen Keys haben wir vier Möglichkeiten, ein verschlüsseltes Etwas hier zu bekommen, also ein Chiffrat. Was genauso viel ist, wie ich mit Nachrichten machen kann. Ich kann hier nämlich auch als Nachricht 00, 01, 10 oder 11 machen. Das bedeutet, der Nachrichtenraum, also M, ich nenne den jetzt einfach mal Groß M, also die Anzahl an möglichen Nachrichten ist genau so groß oder sogar ja kleiner, also eigentlich genauso groß wie die Anzahl an möglichen Chiffraten. Also alles, was ich irgendwie abbilden kann, hat auch hier irgendwie ein Chiffrat drin. Das bedeutet, ich habe genau gleich viele Möglichkeiten, sprich immens viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Text schreibt mit auch nur 128 Bit
dann gibt's, also 128-Bit ist verhältnismäßig wirklich wenig. Ein Buchstabe hat schon einige davon. Normalerweise 8, je nachdem, welche Verschlüsselung man benutzt. Und dann haben wir 128-Bit, das bedeutet wirklich nicht viele Buchstaben. Und wir kriegen dann aber 2 hoch 128 Möglichkeiten, ein Chiffrat zu ziehen, weil das hier wirklich zufällig ist. Okay? Also wirklich enorm viel. Das heißt, man muss wirklich durchprobieren. Es sei denn natürlich, also das war eben das hier, man benutzt perfekten Zufall, damit jede Kombination hier auftreten kann und nicht irgendwelche ausgeschlossen werden. Wie gesagt, wenn wir hier jetzt zum Beispiel die Nachricht zu lange machen, dann haben wir hier den Key, müssen wir einfach wieder hinten dranhängen. Dann haben wir hier 1, 1 stehen und dann kommt hier wieder 0, 1 raus. Das ist problematisch, denn das hier ist schon mal unwahrscheinlicher. Das ist nicht mehr perfekt zufällig. Und deswegen ist diese Einschränkung hier oben nötig, dass wir wirklich einen längeren Schlüssel haben als eine Nachricht. Damit auch der perfekte Zufall eben bleibt. So, wenn wir den Key kennen, ist sowieso klar, dass wir entschlüsseln können, deswegen ist 3 irgendwie obvious. Und wenn wir K wiederverwenden, das zeige ich euch jetzt auch noch, dann wird es ein bisschen holprig, das heißt, das ist nicht mehr ganz so gut. Sagen wir mal, wir haben hier die Nachricht 1-0. Das heißt, wir haben 4 Möglichkeiten, eine Nachricht zu kriegen, 4 Möglichkeiten, ein Chiffrat zu kriegen. Gut, wir benutzen also diese Nachricht 1-0. Und wir kriegen als Chiffrat raus 0-1. So, jetzt benutzen wir die Nachricht 1-1, weil wir jetzt unbedingt auch wieder eine Nachricht schicken wollen, aber wir ändern unseren Key nicht. Naja, dann habe ich als C2, also als zweites Chiffrat sozusagen, habe ich 0-0. Und diese beiden hier, auf Dauer, kann man da Rückschlüsse drauf ziehen, welcher Key benutzt wurde. Denn schaut einfach mal her. Wenn ich eine 0 hier rausbekomme, hier vorne, dann weiß ich ganz genau, okay, entweder sind meine beiden Buchstaben hier 1, also meine beiden Zahlen eigentlich, meine beiden Bits sind hier 1 oder es sind beide 0, denn ansonsten würde ich hier keine 0 rausbekommen. Okay, wenn ich jetzt aber hier eine 0 rausbekomme und hier bekomme ich auch eine 0 raus, dann weiß ich, dass mein Key entweder eine 1, falsche Stelle natürlich, ich will natürlich hier hinten zeigen, dann weiß ich, dass hier mein Key, also ich habe hier oben, hier unten eine 0 bekommen, das heißt, ich weiß, hier ist eine 1 und hier ist eine 0. Hier ist eine 1 und hier ist eine 1 oder hier ist eine 0 und hier ist eine 0. Und dann habe ich also zwei Möglichkeiten, wie diese letzte 0 hier zustande gekommen sein kann. So, jetzt habe ich aber hier auch noch eine 1 stehen und ich weiß, mein Key hat sich nicht verändert. Naja, aber dann weiß ich, dass sich doch meine Nachricht verändert hat, in jedem Fall. Und ich weiß, dass dieses Teil hier vorne sich nicht verändert hat, denn hier ist die 0 einfach gleich geblieben und der Key hat sich auch nicht geändert, also darf sich auch meine Nachricht nicht verändert haben. Sprich, ich weiß, hier vorne steht immer noch dasselbe und hier hinten steht was anderes. Naja, aber wenn ich dann irgendwie rausfinde, was davor drin stand, dann weiß ich sofort, was jetzt drin steht, weil das eine hat sich verändert und das andere nicht. Das heißt, ich darf meinen Schlüssel nicht wieder verwenden, weil man dann eben Rückschlüsse drauf ziehen kann, sprich, man kann besser was erreichen als raten. Das heißt, dieses Ding ist wirklich nur sicher, wenn man jedes Mal einen neuen Schlüssel hat. Okay. Gut, aber nochmal zu dem Beweis zurück. Die einzigen zwei Sachen, die wir hier tatsächlich für den Beweis brauchen, ist, dass es genauso viele Nachrichten gibt, wie es Chiffrate gibt, also wie es mögliche Chiffrate gibt, sprich zu jeder, für alle Nachrichten gibt es auch ein Chiffrat, das ist das zweite, für jedes Nachrichten Key Paar gibt es eine, da gibt es ein Chiffrat. Das sind die zwei Begründungen, warum das Ding perfekt sicher ist. Es gibt genau ein einziges Chiffrat für jedes Nachrichten-Key-Paar, aber es gibt auch genauso viele Nachrichten, wie es Chiffrate am Ende gibt. Das sind die zwei Bedingungen, die wir brauchen, damit das Ding perfekt sicher ist. Und warum wir diese vier hier oben brauchen, habe ich euch gerade gezeigt. Das ist ja, glaube ich, irgendwie jetzt klar geworden. So. Wie kann ich jetzt trotzdem noch angreifen? Naja, wir wissen, One-Time-Pad ist perfekt sicher,
Aber wir können immer noch irgendwas tun. Zwar nicht hierdurch, sondern wir können andere Sachen machen. Wir können den Schlüssel ausspähen. Und das ist jetzt nicht vielleicht, wie ihr meint, auf den PC gucken und schauen, was er gerade auf der Tastatur tippt. Das kann man auch machen. Man kann zum Beispiel einen Keylogger installieren. Keylogger. Das ist dann wirklich einfach ein Ding, was quasi mithört, welche Tasten gerade auf der Tastatur eingegeben werden. Da zeige ich euch dann demnächst auch noch ein paar Videos dazu. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich es zu dem Zeitpunkt nicht sogar schon getan habe. Und was man auch machen kann, was sogar teilweise gemacht wurde, nennt sich Seitenkanalangriffe. Man späht den Schlüssel aus, indem man an der Leitung hört. Man hatte irgendwann mal ein solches fast perfektes Sicherheitsverfahren, aber man hat an dem Stromverbrauch von der Apparatur gemerkt, welcher Secret Key, also welcher Schlüssel gerade verwendet wurde. Und das ist halt relativ peinlich, wenn man dann einfach den Schlüssel an der Stromleitung ablesen kann, weil das Gerät halt unterschiedlich viel Strom braucht, je nachdem, wie weit sich die Raster gedreht haben. Naja, das als kleine Inspiration für euch. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.